Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen fröhlichen und geilen Folge. Und ich habe Exoships gefunden. Astronier. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Weil unser Leben besteht nur noch daraus, aus Aggression, Depression und Frustration. Ist das so? Dachte ich eigentlich, ein Gebiet, was Spalten heißt, ist eine gute Idee. Aber ich würde echt Ich sagen, will das fast sprechen. Spiel. Wir haben das Spiel schon fast durch und erinnert euch noch an die ersten Folgen. Wir waren so fröhlich, dass wir das hier spielen dürfen und jetzt haben wir Aggression, Frustration, Depression. Habe ich noch was vergessen? Und die Dummheit. Dummheit in Person. Ist okay, wenn ich das sage, oder? Dummheit in Person. Ich So glaube, werden die wo war noch? überhaupt. Ich glaube, so nenne ich die nächste Folge. Ne? Aggression, Frustration und Demotarisi. Nee, wie heißt das nochmal? Aggression, Frustration und. Depression? Ja. So werden die Folgen heißen. Wo ist jetzt? Ich bin in eine Hey. Hülle geknallt. Oh Gott, jetzt ruckelt das Spiel aber richtig. Mit dem großen Drucker, ich will ein. Okay, wie bist du da Obersitz. rangekommen? Obersitz, danke. Hä? So. Du schaust da die ganze Zeit? Ja. Wer will fliegen, du oder ich? Also, wer will steuern? Was steuerst du? Aber du hast ihn nicht verklicken. Ups, außer sind wir nach Kalidor geflogen. Ups. Ah, schade. Ja, wir sind doch auf Desktop, schade. So, ich habe einen Diamet unten. Da hängt da gerade in der Rakete drin. Auf einmal fährt er automatisch wieder raus. Okay, aber Gut. hol, nimm zur Sicherheit noch ein paar Sachen mit der du die Riesenrakete noch mitnehmen kannst, ne? Hast du alles? Ob Hast du ich. zwei Dynamit? Dynamit, zwei Dynamits. Ich brauche kein Diamant. Geh einfach los. Warte mal. Ah, ich bin schon drin. Wir starten Kannst in abheben? 3. Was? Kannst abheben? Nein. Okay, warte. Sind wir in die falsche Rakete gestiegen? Nein, nein, ich bin zuerst eingestiegen in den Sitz, deswegen konnte ich steuern. Was du jetzt kommst. Okay, bist du jetzt wieder drin? Ja. Doch, Starten in los. 3, 2, 1! Ist auch nicht auf 3 zu 1. Doch, auf heute schon. Das kriegen wir irgendwie nie hin. Ich meine, früher gab es doch. Früher konntest du irgendwie noch. Nein, 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 Klaas, wir will hinter Dings, Kalidor. Nein, 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 nein. Ich glaube, früher brauchtest du irgendwie noch eine Leck, stärkere leck, Rakete, leck, leck, um stärkere leck. Raketen zu fahren. Hast du unser Spawn markiert? Nö, aber du weißt ja, wo unsere Rakete ist. Einmal rumfliegen. Das ist ja Obwohl, wo unsere wer Rakete. hat die Rakete eigentlich angezeigt? Ja. Wo denn? Ach da, guck mal, da ist sie. Und Wir da. können da nicht landen. Da, Wo denn? Lanta, 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 Lanta. Genau hier, ne? Ich trag sie nicht. Doch, ist einfach. Nein! Du Ja, verkennst aber die klar. Kamera. Ja, wir Kennst du? lassen ihn einfach hier. Wir lassen Okay. ihn einfach hier. Ah, ich glaube, ich stopfe dann gleich dann wieder hin und hole sie dann wieder, ne? Oder nimm einen kleinen Wach mit. Nimm einen kleinen Hoversitz, aber Nee, nee, okay. nee, nee. Ja, okay. Luft. Hast du Luft. dir. Wie viele Luft. Diamanten hast du? Brauchen wir nur einen Ein. oder brauchen wir zwei? Wir brauchen einen. Luft ist mal sterben. Hilfe. 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 Okay, das schaffen wir. Nein, Easy. doch, 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 das schaffst du. Komm schon. Easy. Ist Ich easy. schaff das eh, ich verliere. Ich hab einen Kanister. Hier rein. War das abgelegt? Ernsthaft, du hast alles abgelegt, nur um dich zu töten? Ah ne, warte. Warte, ich muss gar nichts mitnehmen. Weil wir rutschen jetzt sowieso runter. Obwohl, nee, ich nehme meinen Tank doch mit. Aber wir können so machen, dass wir in der nächsten Folge dann direkt schon zu Artox fliegen, oder? Brauchen wir Ah, noch weiß ich was? nicht. Irgendwas Weiß ich nicht. Wichtiges? Will ich nicht machen. Doch. Beitragsbrauch von der Base. Ah, egal, dann machst du eben eine Artox Base. Aber wir müssen vorbereiten dafür. Oder ich. Ja, du, weil es gibt auch manche Tage, da spiele ich andere Sachen, falls du dich noch erinnerst. Ja. Mein Account hat mehr Let's Plays als da, yes. Nee. Doch. Ich mache manchmal 8 Let's Plays hintereinander und kann gefühlt das eine Spiel dann nie, 8 Tage lang nicht spielen. Weil Ja, ich so das viel hat zum Aufnehmen habe und so. der Nachteil, ne?
Ja, aber es ist ein guter Nachteil. Nee, nee. Warte, und den. Ich brauch drei Plätze. Ja, okay. Sollte passen. Hast du einen Verpacker mit? Oder brauchen wir überhaupt einen? Ja, wir brauchen keinen Verpacker. Okay, oh, los. Hier. Okay, warte. Jetzt warte, noch ein einziges Mal Sauerstoff schnell holen. So. Jetzt ist unten ist. Jetzt ist unten ist. Ich hab ein Prozent Sauerstoff. Ich warte kurz. Okay, jetzt. Er rutscht nicht. Er rutscht nicht. Bevor die rutscht. Wie lange dauert das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hyperspeed. Oh mein Gott. Hyperspeed. Hast du nicht irgendwie so eine Kurve gebaut oder ist das alles gerade? Ja, nö, also einmal hat mir ein bisschen verkackt. Da musst du ein bisschen. Genau hier, ne? Das Geile ist, wenn wir nah aneinander sind, muss er gleichzeitig laden. Deswegen ruckelt es nicht so. Oh Gott, ich fliege! Was ist denn? Okay, jetzt hier rein. Ah, ich fliege immer noch. Ich fliege schon mal runter, ne? Es ist. Aber ich will lieber laufen, weil es schneller ist. Ja, okay, es ist auch nicht. Ah ja, ich hab's geschafft. Ja. Ich bin unten. Ich habe mich an so lilaren Stein festgestanden. Ey, wo fliegt ihr denn jetzt? Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, wir sind in 10 Stunden. Ich hab gewonnen. Ich fall. Wie kommt. Ach, shit. Oh, ich hab die Kitze unten, weil ich so fall. Ich seh deinen Rucksack, Können Sie schneller kommen? Fällt bitte schneller. Die APGQ-Flagge in meiner Fresse ist. Ganz schön. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, wir nehmen einfach alles mit und dann beenden wir gleich die Folge einfach. Die ist gerade erst bei 7 Minuten. Keine kurzen. Das sind 10 Minuten, glaube ich. Ne, 11 Minuten können wir machen. Hey! Eins. Aber wie wir beide immer warten. Eine Millisekunde. Ich will kein Glas mehr sehen, also bitte statt. Wieso habe ich ein Harz im Dings gehabt? Ey. Ich loote mit. Ich loote mit. Nein. Ah, scheiße. Das wolltest du nehmen noch. Nee. Na, come on. Aha. Ich hoffe, ich habe den richtigen gedrückt. Ich bin hier drin gebackt. Danke. Digga, was passiert? Hat sich das Spiel gerade aufgehängt? Ja, ich glaube, das ist alles kaputt gemacht gerade. Oh Gott, die Kamera. Oh mein Gott, alles leckt. Okay, dann lass mal hier erstmal weg, oder? Warte. Hat deine Rakete überhaupt noch einen Kraftstoff? Das weiß ich nicht. Schau mal nach. Nein, deine ist bei 0. Warte, aber es hat ja so Nager, weißt du? Ja, ich bin hier kurz in meiner Rakete. Ich bringe ihn, ich muss was mitnehmen. Ich hoffe, mein Sauerstoff reicht bis zu uns. Forschungsgegenstände nehmen wir mit, ne? Will ich nicht, oder? Aber haben wir genug Platz dafür? Ja, meiner hat mehr Platz. Meiner hat doch mit Abstand mehr Platz. Ja schon, aber deine ist glaube ich schon voll wegen dem Kran und so. Oh, true. Ja, schon an sich hat deine mehr Platz jetzt. Und meine steht 10 Jahre hinter. Ich will hier rund, ich will von diesem Planeten weg. Den Rover sitzt lasse ich aber hier. Oh nein, wir haben die Exit-Chips hier noch. Scheißen. Wir können die Exit-Chips nicht vergessen. Wir haben zu Hause 4 Stück stehen. Und die Tarnlegierung lasse ich auch nicht hier. Dann steckst du dir in den Mund. Kommst du einmal hier hin, oder? Nee, du, ich komm gar nicht gerade. Alter. Und
was das Ding hier ist. Wir müssen echt mal aufhören, irgendwas zu sagen, weil das hört sich langsam falsch an. Wir sind schon ab dem Alter, wo es sich falsch anhört, wenn wir irgendwas sagen. Aktion erforderlich im Depot. Oh, schau. Hey, schau mal, ich bin da, ja. Aha, ach stimmt, ja, wir haben ja noch einen Anzug. dieses kleine Regenbogenfarbe als Visier. Ja, guck dir das mal an, wie das aussieht, wenn du so stehst. T-Post, aber in Noob-Form. Weißt du, dieses T-Post in Noob-Form? Aber, es ist rot im Anzug. Haben wir Füße? Ey, guck dir mal unsere Füße an. Wie klein sind unsere Zehen? Die sind hier richtig eingequetscht. Also, um das Ding zu aktivieren, steht hier, erfordert Aktion im Depot. Wenn man aufs Depot geht, was aktivieren will, den sagt er, Fahrzeug rufen und fehlgeschlagen. Ja, wir müssen einfach direkt los. Oh mein Gott, müssen wir vielleicht ein Fahrzeug finden. Ich nicht, ich gehe sofort los. Ciao. Er geht einfach. Das ist da. Ja, kein Bock auf Story. Sieht so dumm aus. Selbst irgendwo auf dem Planeten ist irgendein Fahrzeug, das wir finden müssen. Dann lass uns suchen. Let's go, komm raus. Okay. Du Hurensohn! Du Hundesohn! Ich hab keinen Bock auf irgendwas zu suchen. Lass einfach weg. Lass uns einfach nur noch diese Planeten wieder erwachen und dann war's das, oder? Ich hab keine. Das steht in der Beschreibung, das steht, es funktioniert nicht. Das steht nicht mal so, es funktioniert deswegen nicht. Es funktioniert einfach nicht. Nur noch eine Flagge kommt morgen. Welche Flagge das wird wohl wert? Was glaubst du? Also. Na, raten Sie 10. 2 anderen Planeten schießen. Sieht das? Bin ich Pro? Okay, ich bin Pro im Spiel. Das ist draußen. Dieser oh Moment, Gott. Wenn ich drücke, 2 anderen Planeten schießen. Okay, also die eine Rakete ist leider kaputt von uns. Visania, Novus. Antrox. Nicht Atrox, Antrox. Soll ich das Auto schon direkt packen oder soll ich das einfach noch hier lassen? Ruckel, noch ein Ruckel. Dann wollen wir das Auto jetzt mitnehmen noch auf den nächsten Planeten? Dann muss ich es ja gar nicht auspacken. Ja, wir nehmen noch mal mit. Ich würde die eh mitnehmen, auch wenn den. Was sind eingepackt? Ah, ich glaube, den Kran lassen wir aber auch hier. Ah, den Kran, ob wir den brauchen bei dem nächsten, ist schwer, oder? Ich meine, der Kran ist so verbuggt, den können wir nicht gut gebrauchen. Aber irgendwie ist das Spiel auch zurzeit sehr heftig verbuggt irgendwie, ne? Ich meine, du fliegst, es ist richtig verbuggt auf einmal. So, ich habe uns einen Forschungsgegenstand mitgenommen. Wenn ich sehe, cool. Wo ich bin. Oh, ich weiß ja. Also, warum ist die Rakete umgekippt? Weil ich auf der gelandet bin, weil die da noch stand. 1500 Bytes, glaube ich. In Ordnung. Pack hier auch noch die ganzen. Steht perfekt. Pack mal den Generator hier hin noch. Den RTG. Na gut, Leute, nur noch eine einzige Stage, ne? Stage, ja. Ey, komm, das kann man sogar Stage nennen. Aber sie hat was. Hast Stage du Ammonium? Haben wir noch Ammonium? Ich hab Ammonium in meinem Rucksack. Wir können Ammonium automatisieren. Hämatit. Aber es dauert zu lang, ich hab mal Bock, das zu automatisieren. Kann man hier. Oh Mann. Ja, kann man. Dieser Moment, ich drücke auf Titanlegierung, kann man das schmelzen? Nein, das ist schon verarbeitet, das ist schon Endstoff. Wie ist Aluminium, falls du das irgendwie brauchst? Ne, Aluminium, lass mal da schon. Lass das Aluminium doch da liegen! Ich wollte schon mal einen Auftrieb bauen. die ins Lager gesogen. Brauchst du einen Kanister? Nee. Argon habe ich. Ich habe Argon bekommen. Den wird er geschreddert, ja. Argon. Ach stimmt, ja, wir können es ja scannen, ne? Für Geld. Argon? Was? Ach, stimmt. Stoffe können wir scannen. Ja, nicht. Wie ist es hier ein Quarz? Wie ist es hier ein Quarzbehälter mit? Das müsstest du, glaube ich, sogar wissen. Kann man
Kann ich das Ding. Ich baue dann schon mal so einen Auftrieb für die Rakete, ne? Hast du in deiner Rakete einen Sauerstoffmacher? Nein, den haben wir nicht mitgenommen. Wir haben drei Raketen. Das da war nicht meine. Hier ist ein Planierer noch. So. Ah, ein Planierer müssen wir mitnehmen, wieder. Die Rakete, einfach direkt schon zum nächsten Planeten. Nö, nee, was ist mein Problem ist, dass... Das Auto könnten wir aber schon mal einpacken, ne? Dann müssen wir es dann nicht direkt danach hämmern. Atrox Arcadium und ja. Weißt du, dann müssen wir es nicht direkt machen. Ja. Ich pack schon mal das Auto in deine Rakete, ne? Atrox aus Tedium und Tedium brauchen wir für alles, was cool ist. Und da ist Sonne und Wind ist sehr wenig, also wird es sehr abfuckend. Oder? Ja. Und wir brauchen mal einen Tisch für Schrott, so einen Tisch. Deswegen müsst ihr auch RTGs mitnehmen. Bevor ich zur Rente gehe, werde ich erstmal Astro hier durchspielen. Wir haben echt viele Exit-Chips, 6 Stück. Ey, geil, weißt du, was ich mal vorhalte? Auf Box so, dass mal irgendjemand mich mal besucht oder so, und mit dem werde ich mal ein ganzes Koop Let's Play machen, also so abwechseln, wenn jemand einmal stirbt, dann wechselt man immer ab, kennst du? Oh, true. Ey, das, ich glaube, das wäre sogar mit Abstand das witzigste Let's Play, ne? Das beste Spiel dafür ist einfach Cookie Clicker. Clash of Clans. Nee, Overcook eigentlich. Die wird den Angriff verkackt. Oder hol dir mal Overcook. Hol dir Overcook, dann können wir das umspielen. Ja. Oder wenn jemand eine Switch hat, kann man auch eine Switch machen. Aber ich glaube, Overcook hat nur 2 Euro gekostet. Im Moment ist es sehr billig eigentlich, der zweite Teil. Der Preis ist solide. 10 Euro oder so. Ich kann halt nur auf der Dings sein. Ah, es ist solide, ne? Der Preis? Preis solide. Der Preis ist von Overcook ist sehr solide. Unser Keramik ist komplett voll. Beide sind bis zum Rand voll. So, ich glaube, wir sind fertig erstmal. Ja. Die Folge ist gleich zu Ende. Aber sollen wir jetzt erstmal beenden? Oh, warte, einmal schauen, wie satisfying das aussieht. Schau mal. Stell mal vor, jeder Tank wäre so voll wie die beiden. Ja, ich glaube, bis zum Ende werden wir nicht mal voll. Ach, stimmt, wir wollten ja am Ende noch Dings testen, den Jetpack. Ja, das hast du vergessen. Als im großen Finale machen wir auch während hin. Das Finale wäre, glaube ich, ein großes Video, oder? Ich meine, wir wollen ja ein paar Sachen testen. Ja. Aber auf welchem Planeten wollen wir das denn testen? Mit dem Jetpack und so? Ich glaube, das mit der Zugschiene haben wir ja schon gesehen, den Bahnhof, ne? Ja, aber wir müssen echt nochmal einbauen. Oh. Wusstest du, dass es ein automatischer Bohrer gibt? Den kannst du zum Beispiel auf eine Gemischquelle setzen und der baut automatisch das ab. Oh, ich muss auch noch was ansagen am Ende der Folge. Weil wir beides gleich mit dem Let's Play endet. Mach jetzt. Nee. Mach du darfst es ja nicht hören, hallo. Okay, dann gehe ich. Ja, der. Etwas Privatsphäre, bitte. Okay. Sorry. Oh, kurz nochmal die. So, ist besser. Weißt du, wie wir echt aussehen? Wir sehen mit diesem Anzug aus wie so ein Alien. Ich meine, wir haben eine ganz kleine Glaspupille und wie können wir da durchgucken? Also nicht. Wir haben einen großen, aber. Ich glaube, es soll funny sein. Ich glaube, das müsste ein einäugiger Mensch sein. Das Auge muss über der Nase sein. Genau da. Zyklop. Einfach Zyklop. Ich glaube, da ist sogar Zyklopenanzug. Der Horst hat das Spiel verlassen. Oh, Verbindungsfehler. Gut. Going away. Dann vielleicht bis morgen oder Montag, ne? Oder bis Dienstag oder bis Mittwoch. Oder bis Donnerstag. Ich glaube, bei Donnerstag wäre, glaube ich, schon das PS Plus weg, also. Wahrscheinlich, also nächsten Donnerstag, das sind. Welcher ist heute? Der 17. Ja, ich glaube, ein paar Wochen, Tage. Tage. Ein paar Tage habe ich noch. Tage. Okay. Na gut, Leute. Bye. Wie immer. Bye. Ah, warte, ich muss gehen. Jetzt. Ja. Okay, Leute. Nachdem ich Astron hier durch habe, werde ich vielleicht überlegen, eine andere Sache zu starten. Puh.
Ich habe gerade im Moment so viel zum Let's Play, zum Hochladen. Also kann es auch manchmal sein, dass ich einfach, wenn ich an einem Tag nicht online, also gar nichts hochlade, dann heißt das einfach, ich bin gerade am Drehen. Wenn 3 Tage nichts kommt, dann ist es einfach so, ich gucke mir gerade eine Serie an. Aber wenn ihr mehr Astronier sehen wollt, dann wie immer in die Kommentare schreiben. Ich wollte auch nochmal ein Astronier Solo Let's Play machen. Ich überlege, ob ich das noch machen will überhaupt. Ich habe gesehen, dass mit Clasio, wo ich ausgerastet bin, das ist das da. War Depression, Aggression und Frustration. Dieser Planet wach. Und ja, am Anfang war das so richtig mit Spaß. Dann war es mit Lachen. Dann war es fast am Ende mit Aggressionsproblemen von Tore und Aggressionsprobleme von mir. Und ja, nimmt das bitte nicht ernst. Auch wenn ich manchmal irgendwelche. Und jetzt kommt meine richtige Antwort. Ich bin, nur weil ich jetzt zum Beispiel Visiere mit den Sexualitäten anziehe, heißt es ja nicht, dass man gleich das ist. Weißt du, wisst ihr? Na gut, asexuell ist nur okay. Ich nehme das jetzt nur, weil ich wollte jetzt einfach nur zeigen, dass ich nichts gegen Sexualitäten habe, wie zum Beispiel, ich kann das immer noch nicht aussprechen, sorry. Transgender, Pansexuelle, No-Binär, Ali, Fortschritt, keine Ahnung, was die heißen. Wahrscheinlich ist das alles, oder? Asexuell, bisexuell, lesbisch. Ich habe nichts gegen die. Deswegen ziehe ich mir die auch an, damit man sieht, dass ich nichts gegen die habe. Und das ist, falls jetzt andere Leute denken, das ist eine Lüge, die können echt mal ihre Schnauze halten. Ich bin Jason der Gamer. So bin ich immer. Außerdem mein Bruder Tyler. Zwar ist er schwul, aber ihr kennt ja Geschwister manchmal. Geschwister streiten sich manchmal viel zu oft. Also ja, wenn es euch gefallen hat, das Let's Play, aber ich nehme das nie ernst, was ich immer mache, ne? Aber naja, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!